Achtung, Achtung, es wird bei den Clanspielen hier gehamstert. Achtung, Achtung, Hamsterkäufe incoming. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wir machen heute mal ein bisschen Clanspiele. Die sind nämlich heute Morgen angefangen und ich bin eigentlich schon ein bisschen spät jetzt eigentlich dran. Aber mal sehen, ich habe hier ja mal mein Rathaus 9 geladen, die Lela. Und ja, das ist immer das Witzige hier, die Clanspiele eigentlich. Will ich nie vorher die Rewards wissen. Tatsächlich im deutschen Client standen die Rewards auch nicht, die standen aber dafür gestern schon im englischen Client. Und ich habe es aber auch schon im Discord gesehen. Ich will es eigentlich nie wissen. Ich will es eigentlich erst immer am Tag X wissen, aber könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde sie eher mau und 50.000 Punkte, da ist jetzt auch wieder nicht so super viel. Der erste ist wahrscheinlich schon fertig wieder hier. Leute, Leute, habt ihr alle Zeit? Und wir wollen aber mal, wir suchen uns jetzt mal eins raus. Und klar will man immer die machen, die die meisten Punkte bringen, beziehungsweise die gelben, die die doppelte Punktzahl bringen. Nur vieles können wir hier gar nicht machen, beziehungsweise müssen wir dann wieder rausklicken. Also da unten zum Beispiel das Legendending, das macht hier niemand. Das muss jetzt nur einer mal nehmen, damit das hier auch mal verschwindet aus der Riege oder hier unten das mit der Legendenliga. Es ist keine Legendenliga hier, also. Leute, falls ihr dieses Video seht aus meinem Clan, bitte klickt die raus oder ich klicke die irgendwann mal jetzt mit einem Charakter raus, dass die hier verschwinden, denn das sind Dinge, die können wir hier nicht machen. So einfach ist das. Und aber was wir eigentlich immer machen können, ist sowas wie eine Stunde. Das hauen wir mal rein in den Sack hier. 10.000, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Und dann legen wir los. Können wir hier was verschwenden? Wir könnten etwas verschwenden. Den Trank schnell. Schnell. Ein Trank. Welchen Trank? Man kann ja sehen, was die anderen so machen. Und können wir mal gerade gucken. Ah. Ein Trank? Nochmal den Trank? Hat er doch nicht. Eben musste er noch den Trank machen. Aber okay. Jetzt nicht. Das war der Fledermaustrank, den er so ganz, ganz dringend brauchte, obwohl das Clanspiel 8 Stunden geht. Aber er brauchte das ganz, ganz schnell. Okay. Oh, First Click hier für mich heute. Sehr schick. Sehr schick. Erster Klick und gleich so ein Pfundigen hier. Okay. 3K Dunkles nehmen wir mit. Von wo gehen wir rein? Der scheint ja so ein bisschen inaktiv zu sein und hat keine X-Bögen. Perfekt. Kleiner Angie hier. Ah doch, da unten hat er X-Bögen. Jetzt sehe ich es gerade. Er hat doch welche, Leute. Okay. Habe ich mich dann halt vertan. Mein Gott. Ist ja nicht so schlimm. So, die können wir hier schon mal reinziehen. Was haben wir in der Klönburg? Oh, jo, ach, ich habe Luft angefordert. Alles klar. Okay, ich habe Luft angefordert. Das ist natürlich dusselig. Dusselig gewesen von mir. Dann springen wir hier mal rüber. Und dann mal sehen. Ich lasse mir mal die drei Truppen noch offen hier. Ich glaube, das ist ganz gut. Wenn wir uns die mal offen lassen. Denn, wo gehen die denn alle hin? Ah, Leute. Springt doch da mal ein bisschen rüber. Okay, dann springe ich ein bisschen rüber. Meine Ballons sind auch noch ganz gut dabei. Und der King kriegt jetzt gleich. Ah, der kriegt noch keinen Beschuss. Der kriegt im Moment keinen Beschuss mehr. Perfekt. Die Lager außen. Natürlich interessant, aber das Coole ist, die Ballons fliegen ja ein Gebäude nach dem nächsten ab. Perfekt. Und lassen dort ein wenig abfallen. Und oh, ein Eilzauber habe ich. Okay. Was mache ich denn mit dem Eilzauber? Eilig, eilig, die Loons hier schicken. So, hier können wir einen Lakaien schon mal setzen. Ja, so geht das. Ich hoffe, ihr habt auch schon angefangen mit den Clan-Spielen. Wenigstens so ein bisschen. Also, so ein bisschen geht ja auch immer. Ja, man darf es ja gar nicht sagen. Ein bisschen geht immer so nebenher bei der Arbeit. Schon mal so ein Spielchen anfangen. Aber dann sollte man doch ein Spiel eher nehmen, was über 8 Stunden läuft oder halt noch länger. Diese Tagesspiele. Denn so ein Spiel, so eben mal zwischendurch in der Stunde, okay, wenn es dann nur ein Angriff ist, den man machen muss, dann kann man das sicherlich machen, aber für etwas mehr, glaube ich, ist das nicht so gut. Meine Queen kann ja auch mal zünden hier. Also easy peasy, schon mal das erste Spiel hier angeschlagen, beziehungsweise den haben wir schon mal auf Null gemacht, perfekt. Und muss dann nur mein King recken, das ist cool. Muss nur mein King recken. Ich habe auch schon mal bei meinen anderen Accounts reingeschaut. Einer ist im Moment nicht ganz richtig aufgehoben hier. Das ist der Thorsten, der gehört nämlich in den Clan Spätzle mit Soße.
und ich habe so ziemlich die gleiche Armee wieder fertig hier. Richtig, Pass. Ne? 10 Tage noch Pass jetzt, Leute. Ich habe ihn fertig hier mit dem Kloin-Account. Da es ja kein Heldenbuch gibt, in den Clan-Spielen nehmen wir uns das Heldenbuch schon mal. Und hier können wir im Moment nicht alles nehmen. Haben aber hier das Dunkle, habe ich dem, glaube ich, schon alles weggeräubert. Ja, habe ich alles schon weggeräubert. Ein bisschen brauchen wir noch für unsere Queen. Die soll in jedem Fall den nächsten Level antreten. Ich habe auch keinen, glaube ich, habe auch keinen Hammer mehr für so ein Level 20. Ah doch, ich habe noch einen Hammer. Level 20 hämmer ich dann wieder hoch. Kann mir aber keinen anderen Hammer mehr leisten. Aber ich habe noch eine dunkle Rune, sehe ich jetzt gerade. Ja. Wann nehmt ihr die dunklen Runen immer? Ich meine, hier gehen ja 190.000 rein. Das ist ja nicht schlecht. Und ein bisschen was muss hier auch immer im Labor laufen. Vor allen Dingen an dunklen Sachen habe ich hier hinten noch ein bisschen was zu tun. Nur weiß ich nie, nehme ich die Runen jetzt only für Helden und das erfarmte dann eher hier für die dunklen Truppen oder das sind immer so die Fragen, die ich habe. Aber ich habe auch 5 Bobs frei. Da beschäftigen wir eben mal einen. Wir haben nur noch eine Bombe hier zu machen und einen X-Bogen. Ein X-Bogen können wir noch ausbauen. Okay, ja, dann sind wir hier schon wieder fertig. Müssen wir nur noch Mauern machen und ein paar dunkle Truppen. Und okay, ein paar Heldenlevel machen wir auch. Kurzer Cut, dann machen wir hier weiter. Ich fordere jetzt auch mal wieder an. Ah, ich habe auch Luft angefordert. Okay, das war wahrscheinlich von vorher noch Bodengift, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich weiter. Nehmen wir den an hier. In Troxy, kein Clan, Level 57, Rathaus Level 8, also aufsteigend hier. Mal sehen, nicht, dass er irgendwas hochknüppelt, was mir mal wieder missfällt. Von die Tage übrigens, wo ich gesagt habe, der kann seine Queen noch gar nicht so weit haben ohne das Paket. Wenn man ja das Rathaus levelt, haben wir ja gelernt, dann machen ja auch die Helden 5 Heldenlevel drauf. Die ersten paar Tage und das habe ich an dem Tag irgendwie ein bisschen verpeilt gehabt. Den nehmen wir aber ruhig mal auf hier. Das habe ich ein bisschen verpeilt gehabt und deswegen war das schon so richtig, wie das war. Also das hatte schon seine Richtigkeit und dann wünschen wir ihm auch willkommen hier. Wir wollen mal so tun, als wenn wir nett wären. Willkommen und dann haben wir wieder ein Rathaus 8 mehr. Ich glaube, wir sind im Moment ganz gut ausgebucht hier. 1, 2 müsst ihr euch wegdenken, dann sind wir ja ganz gut zugange hier. Bin mal gespannt, ob wir demnächst mal wieder schon schön 30er spielen können. 30er Clankrieg würde ich gerne mal wieder hier spielen. Aber dazu fehlen dann, glaube ich. Ich glaube, da muss der Clan auch voll werden. Mal sehen. Ich muss mal wieder die Werbetrommel rühren. Aber jetzt der versprochene Schnitt. So, ich muss sagen, ich habe mal wieder an eins nicht gedacht. Nämlich an die Zeit. Ja, 50 Minuten. Beziehungsweise jetzt habe ich schon wieder nur noch 47 Minuten, weil ich jetzt auf mein King warten musste. Da denke ich natürlich eher nie dran, dass wir auch eine kleine Heldenregenerationszeit haben. Und und natürlich auch ein bisschen Suche hier verbraten. 2-1 ist alles ein bisschen wenig. Ich wollte eigentlich so die 10.000 so mit 3 Angriffen gemacht haben. Das ist immer so was wir ja so machen. Und deswegen 9. Ich meine, der tolles Elex und tolles Gold, nur zu wenig Dunkles für mich. 2000, das ist alles ein bisschen mau. Was müssen wir denn? Jetzt hatten wir eben nur 2-9 gemacht. Da müssen wir noch ganz schön was ackern. 5 hier, so einer ist schon ganz nett. Da hinten die Bohrer, da kommen wir jetzt aber auch so schlecht hin und der ist auch viel zu stark für uns. Viel zu stark muss man. Ich meine, okay, wir hätten jetzt irgendeinen Bohrer, hätten wir vielleicht bekommen oder so, aber. Es soll dann schon in unserem Bereich sein. Ja, ist er. 2,8. Aber es ist auch wieder nur 2,8. Es ist auch wieder nur 2,8. Dann sind wir jetzt gleich erst bei noch nicht mal 3,6. Boah. Wenigstens mal einen über 3, oder? Sucht er auch so lange oder sucht ihr nicht so lange? Suchst du schon oder suchst du noch? Oder hätte ich ihn jetzt noch nicht wegklicken sollen, nur weil ich jetzt gerade eine Videofolge mache? Weiß ich nicht. Da haben wir doch einen. 3. Da ist auch ein 10er. Shit. 2,6, na, vielleicht brauche ich doch 4 Angriffe. Vielleicht brauchen wir doch 4. Oder ich überspringe einfach die Suche, ne? Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und suche offline und nicht mit euch. Das ist ja verdattelte Zeit. Ist mir gerade mal so aufgefallen, aber den können wir mitnehmen. Ist zwar ein 10er, aber er hat nichts. Ja, was heißt, er hat nichts? Er hat natürlich ein bisschen was, aber wo hat er denn eigentlich die Clanburg? Ah, die ist da hinten, okay.
Der X-Bogen steht auf Boden. Der steht auch auf Boden. Oh, okay. Hier steht einiges auf Boden, Leute. Und hier ist eine Queen. Ah, okay, da schicken wir einen Picker. Da schicken wir gar einen Packer durch. Nehmen wir erstmal hier die hier. Und hier geht's rein. Hoffe ich mal. Jawohl. Perfekt. Ich habe noch ein paar Mauerbrecher mehr mitgenommen, die wir hier ganz gut gebrauchen können. 1, 2, 3, 4. Habt ihr, glaube ich, gerade gesehen. Ne? Ich hab noch ein paar Mauerbrecher in der Clanburg gehabt. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Hier können wir mal rüberspringen über die Clanburg. Und da unten heilen wir mal. Ich habe nämlich eine Valkyrie dabei. Eine ziemlich starke, aber der Heil hat gerade nicht gereicht. Schade auch. Queen ist jetzt aber... Ah, die Queen ist schon down. Okay, die Queen ist schon down. Dann nehmen wir hier hinten noch den letzten Wutzauber. Und kriegen wir denn eigentlich alles an dunklen Zeug hier? Schnell mal die Queen gezündet hier, dass die mal ein bisschen fixer das Rad rausmacht. Damit wir da hinten den schwarzen Pott noch kriegen. So, 600. Eben mal hier meine restlichen Magier reingezogen. Alter, ich habe aber auch Magier mit. Perfekt. Sehr schön. Null. Ich würde sagen, den nullen wir auch wieder. Und dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr gemacht. Sonst läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Und ich habe wieder nur Reckzeit für den King. Okay, der King ist auch ein Tank. Und die Queen ist ja meistens hinter den Truppen. Also sollte es sein, damit sie immer schön geschützt ist. Und deswegen habe ich meistens die noch, die nicht so lange recken muss. Und der King braucht dann halt eine kleine Minute. Aber die kleine Minute inklusive der nächsten Suchzeit überspringe ich jetzt wieder mit euch. Und spiele nach wie vor ein bisschen Clanspiel mit euch. Perfekt, da geht die letzte Bauhütte auch kaputt. Kaputt machen? Ja, kaputt machen. So, was haben wir denn jetzt drin? Oh, das hat er mir gerade ganz kurz angezeigt. 7768, das schaffen wir in jedem Fall. Hier als Rathaus 9er. Und dann fördern wir mal wieder an. Bodengift, perfekt. Mal sehen, was wir dieses Mal reinkriegen. Aber dieses Mal lasse ich mir mal von den anderen spenden. Dann können die auch immer mal so ein bisschen ihre Tagesquest machen. Oder es hat sogar jemand hier eine Spendenquest. Wir können mal gucken. Yao hat keine Spendenquest. Der Düren hat auch keine. Doch, der hat eine Spendenquest. Das ist eine Spendenquest. Ja. Ja, fertig. Ist er fertig geworden? Perfekt. Boke hat sowas, muss der Boke machen. Zweimal den wahrscheinlich benutzen. Okay, das sind nur ein paar King-Level hier. Der Khan. Ah, das war eine Spendenquest. Okay, dann hat er wenigstens ein paar Truppen gespendet. Naja. Clanspiele sind immer anstrengend. Habe ich die Tage schon mal gefragt, ne? Ist der im Ausbau oder ist der tot? Ich glaube, der ist wirklich leer gefeuert, ne? Ich habe hier drei Bohrer. 1, 2, 3, die holen wir uns ganz, ganz schnell. Naja, ganz so schnell denn doch nicht, oder? Ah, doch, passt. Sollte eigentlich passen. Noch ein Schuss. Da macht er da keinen Schuss mehr drauf. Da ist jetzt aber auch nur noch ein Tropfen drin, ne? Glaube ich. Mal sehen, wie viel in so einem Bohrer drin ist. Jetzt, ich meine, das Spiel haben wir jetzt schon geschafft. Glücklicherweise. Aber mal sehen. Dieser eine Bohrer, da stört er mich jetzt oder stört er mich jetzt nicht? Ja, der soll mich jetzt nicht mehr stören, glaube ich. Der soll mich nicht stören, denn wir müssen ja noch ein bisschen was anderes machen, Leute. Nämlich dieses Dorf hier zerstören, beziehungsweise ich glaube, oh nein, meine Mauerbrecher. Ah, gehen doch noch. Okay. Denn wir müssen ja noch ein wenig... Oh, jetzt kommt es wieder. Ich habe wieder Clanbuch mit Mauerbrecher dabei. Denn tatsächlich hat er mir eben echt nur die beiden Bogis gegeben, weil sein Spiel damit fertig war. Das ist natürlich sehr mau, ist aber nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, wo haben wir denn hier was? Oh, na, Wetter. Das habe ich euch jetzt erspart. Entschuldigt bitte. So, mal sehen, ob die da jetzt noch da irgendwo hinkommen. Das war denn doch noch... Ah, wir nehmen doch noch den Bohrer mit, würde ich sagen. Oder? Wir nehmen doch noch den Bohrer mit. So, damit haben wir den Bohrer da noch bekommen. Und vielleicht noch ein bisschen Elex hier. Oh, war ganz schön viel Elex noch. Ah, okay, da
Diesmal kriegen wir nicht alles. War auch ein Rathaus-10er. Da ist ja ein bisschen schwerer durchzuwühlen, aber gar nicht mal schlecht. Spiegel haben wir geschafft und auch zeitnah. Ist immer ein kleines Problem, aber ich denke mal, ist euch auch schon passiert, dass ihr ein Spiegel habt auslaufen lassen. Ja, nicht geschafft, nicht mehr gesehen, nicht mehr dran gedacht. Und euch das dann nachgekauft hat. Das kann aber ganz schön in die Gems gehen. Denn nicht alle Spiegel kosten dann nur, wenn man es wieder neu aufnimmt. Also sagen wir mal, wir hätten jetzt hier die 7000 drin gehabt. Ich hätte jetzt alles vergessen und das Spiel läuft aus, dann kann man es ja wieder aufnehmen für ein paar Gems, aber das ist ja auch unterschiedlich. Also die Preise gehen dann ganz schön hoch, teilweise bis auf 30 Gems hoch. Und das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich, wenn du, ich sag mal, 800 Punkte für ein Spiel bekommst und du musst es dann nochmal mit 30 freikaufen, nur weil du gepennt hast, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber den haben wir denn doch noch ganz gut mitgemacht und na komm, noch eine Bauhütte vielleicht. Aber die Bauhütentat habe ich schon, aber immerhin wären die ganz gut durchgegangen. Okay, haben wir nicht. Aber die 6000 sind in jedem Fall top. So, das haben wir geschafft und jetzt klicken wir auch eins weg. Denn ich habe jetzt gerade eben anhand der Videolängen schon wieder gesehen, dass die Folgen schon wieder ganz schön lang werden hier. Deswegen nehmen wir hier eine raus für die anderen. Inferno Drache. Den wird hier keiner haben. Legende. Beziehungsweise Legende ist das nicht. Das wird sich ja im Moment auch keiner nehmen hier. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, warum wir im Moment keinen Clankrieg hier spielen. Und ich würde sagen, mit diesem Inferno-Drachen, das nehmen wir mal raus. Denn den hat im Moment niemand hier. So, das trashen wir weg. Das meinte ich damit. Ja, es kostet ja nur noch 3 Gems. Und, oder hat sich das jetzt jemand genommen? Nee, ne? Ich hab ja jetzt, glaube ich, nicht weggeklickt, ne? Sehr merkwürdig, dass das jetzt gerade weg war, das Fenster. Und ich kann aber noch kein neues nehmen. Also, ich kann noch kein neues nehmen. Also, ich habe jetzt einen kleinen Timer drauf. Ich könnte eigentlich meine Queen machen. Jo, ich habe 60.000. Ich habe 60.000. Ich bin eh auf Rot. Wollte sie leveln. 3 Tage. Okay, na. Wir schaffen immer irgendwo was in den Videofolgen, also geht die Queen hier ein Level hoch. Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, also ein bisschen einfacher Clash of Clans Alltag, so kann man es ja auch nennen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Das ist das Ding da unten. Ne, da oben ist, glaube ich, meine Glocke, ne? Ne, da unten, da oben. Was meint er immer mit der Glocke? Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Hamstad.